Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Die nächste Mission, die wir jetzt auswählen können, ist ganz schön felsig. Beim letzten Mal haben wir den Berg des dicken Bären gespielt, in dem wir leider die Trophäe nicht erhalten haben. Aber jetzt geht's weiter. Ich sagte doch, die Gegend wurde von Meteoriten getroffen. Und es scheint, als käme noch einer. Ich sehe da ein paar Brocken, die eine gute Brücke abgeben würden, wenn du sie anheben kannst. Heb die Meteoritenbrocken an und bring mir etwas auf einer Sprungfeder. Kriegen wir mal wieder ein Sprungding zur Verfügung. Dies ist wohl eins der undurchdachtesten Level überhaupt dieses gesamten Spiels. Also, da kann man sich wirklich nur fragen, haben die Programmierer wirklich nicht erwartet, dass man das machen kann oder was? Ja, direkt am Anfang geht's nämlich los. Wir haben hier so einen lustigen Warp-Fuchs. Ein Trick mit dem Warp-Fuchs, man kann sich immer nur bis zur nächsten Kante warpen. Das einzige, Problem ist, man kann sich so weit nach vorne warpen, wie man will, wenn man im rechten Moment von der Kante abspringt. Wupp, wir sehen, wenn wir nämlich über die Kante im richtigen Moment drüber fliegen, dann werden wir in der Luft nach vorne katapultiert und können hier vorne auf diesem Metallblock landen. Ich glaube, das hat man schon alleine nicht erwartet, dass man das machen können soll. Trotzdem existiert diese Rampe hier vorne, was mich irgendwie stutzig macht, wodurch ich irgendwie glaube, dass es doch möglich sein soll. Es ist merkwürdig. Da vorne haben wir jetzt einen elektrischen Zaun, mal wieder. Denn die Programmierer dieses Spiels, wie gesagt, hatten offenbar eine verdammte Besessenheit für elektrische Zäune. Und damit können wir uns zu den Sprungdingern und einem Sprungbock, wie es aussieht, reinkatapultieren, die sich noch nicht mal wehren, wenn wir hier reinkommen. Ja, und das völlig ohne den elektrischen Zaun deaktiviert zu haben, was eigentlich auch gehen würde. Und wie gesagt, sie wehren sich auch überhaupt nicht. Was mich auch wieder, wie gesagt, denken lässt, dass es eigentlich nicht hätte möglich sein sollen, hier mit dem Fuchs einfach so reinzukommen. Aber es ist trotzdem. Und Aufgabe erfüllt, wir haben das Sprungding. Das war einfach. Typ Sprungwidder. Umgebung Europa. Fähigkeit A, Springen. Fähigkeit B, Kopfstoß. Wasserresistenz, okay. Masse, Mittel. Panzerung, leicht. Stärke, Mittel. Zugkraft, gut. Fallhöhe, Mittel. Produktion, Mittel. Antrieb, Feder. Intelligenz, gering. Ich würde eher sagen, total hirntot, nachdem, wie sie sich gerade verhalten haben, als wir mit dem Fuchs alle drei hier deaktiviert haben. Aber naja. Nur weil der Sprungwidder hier seine Kopfstoßattacke kann, heißt das nicht, dass er nicht die Wirbelattacke von den normalen Schafen kann. Er kann also sogar zwei starke Attacken ausführen, was sehr nützlich ist. Und ja, mit dem Sprungwidder werden wir uns jetzt erstmal hier vorne drauf begeben und ein paar violette Energiezellen sammeln und restlichen Kram machen. So, da oben drauf sehen wir einen Schalter, den wir noch erledigen werden müssen. Aber da kommen wir im Moment noch nicht dran. Da brauchen wir noch etwas anderes für. Erstmal gehen wir hier vorne an der Seite hoch. Es ist gut, dass diese Sprungfederdinger sehr, sehr, sehr wenig rutschen. Ab und zu tun sie es aber trotzdem mal. Und wenn sie rutschen, dann kann man überhaupt nicht mehr springen, leider. Aber im Regelfall ist es kein Problem, sich mit den Sprungfederdingern ordentlich fortzubewegen. Da ist noch eine violette Energiezelle, die sich einfach so in, offener Sicht tarnt. Aha. Und hier haben wir eine Brücke mit Wind. Wir hören den Wind auch hinter uns. Und ich hasse es, mit Sprungdingern auf irgendwelchen Kanten zu stehen. Dieser Wind wird nur dann problematisch, wenn wir ein leichtes Tier haben, das gegen Wind nicht ankommt. Wie zum Beispiel ein Schaf ohne Sprungfeder. Aber im Moment haben wir eine Sprungfeder und sind ein Sprungwidder. Da sollte uns der Wind keine Probleme bereiten. So, der einzige Grund, warum wir jetzt überhaupt hier rübergekommen sind, war, um hier vorne die Dinger einzusammeln. Die violetten Energiezellen. Denn mit gewissen anderen Tieren wären wir da nicht drangekommen, mit denen wir sonst noch hier vorbeikommen. So, ja, dann gehen wir den Weg erstmal wieder zurück und dann werden wir da vorne diese Rampe überqueren müssen. Ja, ich vermute mal, das Spiel sollte eigentlich so ablaufen, dass wir mit dem Fuchs hier rüber gehen und dann mit dem Fuchs hier rüber kommen. Da unten ist übrigens auch noch was in dem Abgrund, da kommen wir aber gleich noch zu. Da gehen wir erst später hin. Denn wenn wir hier vorne hinkommen, dann sehen wir hier, wenn wir auf den Schalter treten, deaktivieren wir den elektrischen Zaun. Und wie gesagt, ich denke mal, wir hätten eigentlich mit unserem Füchschen hier hingesollt. Naja. Aber wie auch immer, wir haben es auch so geschafft, an die Sprungdinger zu kommen, ohne dass wir mit dem Fuchs erst hier rüber gekommen sind. Und da haben wir ein paar Schafe und eine Erhöhung, für die ich zu blöd bin, um hochzukommen. Erstmal ein paar Schafe erledigen. Bam. Denn die Schafe werden wir später brauchen. Mein Gott, ich habe echt Probleme mit dieser Mini-Erhöhung hier vorne. Da vorne sehen wir auch schon das Ziel. Und ja, ne, dann schnappen wir uns mal eins von den Schäflein hier vorne. Aber zum Spaß können wir sie auch alle umnieten. Ja. Unseren Sprungwidder brauchen wir erstmal nicht mehr. Wir nehmen uns wieder eins von den Schafen, wie gesagt. Triple. Denn wir brauchen die Jamaika-Fähigkeit, um gleich mal wieder über größere Schluchten zu springen.
Da liegt ein bisschen Energie. Wir haben sogar ein kleines bisschen was verloren, oder? Das ist aber insignifikant. Ich glaube, dafür nehmen wir nicht extra Energie auf. Das muss nicht unbedingt sein. Denn hier vorne gibt es erstens noch weitere Energiezellen zu sammeln und zweitens geht es da vorne zu unserem nächsten Missionsziel. Wobei wir zu diesem Missionsziel noch einfach mit dem Sprungding eben hätten hinspringen können. Also mit dem Sprung wieder hätten hinspringen können. Aber dann hätten wir nicht unterwegs die violetten Energiezellen bekommen und die wollte ich ja schließlich haben. Klick. Und des Weiteren können wir uns dann auch direkt noch mehr Sachen holen. So, wir haben die Meteoritenbrocken angehoben, die angeblich eine ganz tolle Brücke abgeben sollen. Aufgabe erfüllt, du hast die Brocken angehoben. Das ist der größte Schwachsinn überhaupt, Teleporter aktiv. Da ist er. Die Brücken diese Brocken anzuheben als Brücken ist totaler Unfug. Man sollte diese Brocken niemals auch nur ansätzlich versuchen zu betreten. Man fällt praktisch immer runter. Es ist erstens unglaublich schwer, diese Dinger auch nicht anzuvisieren, weil die an der Stelle sind, wo die Kamera nicht ordentlich funktioniert, also nicht ordentlich zeigt, wo die Dinger sind. Zweitens rutscht man da leicht an den Kanten ab und drittens gibt es viel einfachere Wege, um an seine Ziele hier ranzukommen. So, jetzt können wir mit dem Schaf hier vorne erstmal in den Abgrund springen. Auch ein guter Grund, warum wir das Schaf jetzt haben und nicht den Fuchs oder das Sprungding, wobei das Sprungding hier natürlich auch funktionieren würde. Denn hier vorne können wir noch weitere 5 violette Energiezellen sammeln und hier vorne einen Gratistrip abholen. Dieser Gratistrip war übrigens auch schon von ganz am Anfang des Spiels zugänglich. Wir hätten einfach mit dem Fuchs am Anfang eine Schlucht springen können und das hier sofort sehen können. Aber die Zeit habe ich jetzt nicht extra dafür verschwendet. Wir können den Gratistrip auch jetzt angucken. Und wir sehen, das ist sogar ein relativ großes Level, das wir hier durchqueren. Wohl so ziemlich eins der größten überhaupt, die wir bis jetzt hatten. Trotz allem lässt sich dieses Level ziemlich schnell lösen. In erster Linie, wie gesagt, deswegen, weil es einfach schlecht durchdacht ist und man viele Rätsel, die scheinbar existent sind, sehr simpel lösen kann, ohne großartig drüber nachdenken zu müssen. Und um genauer zu sein, die Lösungen, die eigentlich nicht gedacht sind, Lösungen zu sein, sind sogar viel offensichtlicher als die richtigen Lösungen für die Rätsel. Wenn es denn tatsächlich so ist, dass die Lösungen, die ich hier benutze, nicht als richtige Lösungen gedacht waren. Und irgendwie haben wir gerade keinen Ton für das Einsammeln gehört, merkwürdig. Aber uns fehlt immer noch ein weiteres Ding. Mal gucken, vielleicht ist dieses eine weitere Ding da vorne hinter diesem Baum versteckt. Nein, ist es nicht. Die Energie können wir leider nicht sammeln, denn Unman, der Box macht nicht sonderlich viel. Und mit diesem Aufzug können wir wieder nach oben fahren. Mein Gott, das ist ein langsamer Aufzug, der braucht aber irgendwie zum Reagieren. Rupp. Ja, hier wären wir auch mit dem Fuchs wieder hochgekommen, wenn wir mit dem Fuchs hier vorne in die Schlucht gesprungen wären. So, und mit dem Jamaika-Schaf können wir jetzt da vorne an den letzten Schalter dran, den wir bis jetzt noch nicht deaktivieren können, was auch immer. Er sieht ja so sehr aktiviert aus. Wir werden ihn also wohl deaktivieren müssen. Außerdem haben wir hier vorne scheinbar diesen komischen Stahlblock aktiviert, der offensichtlich ein Aufzug ist. Irgendwie merkwürdig. Irgendwie ist das Ding äußerst gigantisch, um Aufzug zu sein. Aber was soll's. Wir schweben einmal rüber. Sehr gut, haben wir auch geschafft. Und da ist die letzte violette Energiezelle. Ring! So, wenn wir jetzt hier rüber springen, haben wir wieder so eine Sache. Da sehen wir nämlich vorne einen dieser lustigen Warp-Füchse auf der Zwischenstation liegen. Ich habe keine Ahnung mal wieder, was das soll. Wahrscheinlich sollte man hier nicht einfach so mit dem Schaf rüberfliegen können. Wir haben hier nämlich gerade eben, hey, wo ist die Schwerkraft? Schon Gegenwind gesehen und ich denke mal, der Gegenwind hätte uns abhalten sollen, mit dem Schaf darüber zu fliegen. Trotz allem konnte man den Gegenwind einfach umfliegen und dann war es kein wirkliches Problem mehr. Naja. Wie gesagt, sehr merkwürdig. Und jetzt, wenn wir springen, sehen wir, es gibt, naja, nicht wirklich keine Schwerkraft mehr. Wenn es keine Schwerkraft mehr gäbe, dann würden wir jetzt einmal springen und nicht mehr aufhören, nach oben zu fliegen. Aber die Schwerkraft wurde deutlich verringert und dadurch können wir jetzt mit unserem Sprungding hier deutlich höher springen als vorher. Und damit kommen wir jetzt auch an die Trophäe des Levels. Wir haben die Trophäe schon mehrmals gesehen. Ich habe sie bis jetzt nur nicht aktiv erwähnt. Habt ihr sie auch gesehen? Da oben ist es schon. Ja, die Trophäe des Levels ist einfach über dem Ziel. Man muss nur da ordentlich hinspringen. So, und wir sehen jetzt, da vorne sind die Meteoritenbrocken, die wir überhaupt nicht als Brücke gebraucht haben. Wir sind einfach über die andere Seite hier hingesprungen, was viel simpler ist. Die Trophäe einzusammeln ist auch kein Problem. Das einzig wirkliche Problem ist, dass man nicht in den Teleporter aus Versehen reinspringt und das Level beendet, ohne die Trophäe gesammelt zu haben. Und noch einmal, wenn wir uns hier umsehen, sehen wir, das war ein ziemlich großes Level, für das wir allerdings, wie gesagt, trotzdem nicht lange gebraucht haben. Keine 9 Minuten für so ein riesiges Level ist schon eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Aber wie gesagt, eigentlich nur deswegen meiner Meinung nach erreichbar, weil sich viele Rätsel auf andere Methoden lösen lassen, als wofür sie gedacht waren. So. Ja, ein weiteres Level hinter uns gebracht. Das war das Level ganz schön felsig. Ja, dann klatsch für uns. Wir haben das so schön gemacht. Ach, fällt mir gar nichts mehr zu ein. Stinkende Kanäle ist jetzt das nächste Level und wir sehen ganz schön felsig, ist wieder zu 100% abgeschlossen, im Gegensatz zum Berg des dicken Bären. Ja. Stinkende Kanäle ist ein extrem grausames Level.
indem wir mit ganz vielen bösen Ratten arbeiten müssen, wie wir schon von dem Bild hier erkennen können. Ich hasse die Ratten in diesem Spiel. Aber gut, das ist noch nicht so wirklich das schlimmste Level. Ich finde, das schlimmste Level des Spiels kommt nach diesem Level. Aber dazu kommen wir erst in der übernächsten Folge. In der nächsten Folge kommt erstmal das Level stinkende Kanäle, für das wir auch schon lange genug brauchen werden. Puh, also, bis zum nächsten Mal. See ya. Ich freue mich schon überhaupt nicht auf das übernächste Level. Ich hasse es.